Ich hatte meinen Kulturschock nach 3,5 Monaten, weil ich persönlich auch die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit, so den Dezember als sehr schwierige Zeit empfunden habe. In dem Moment war das dann aber halt so ein Auslöser und ich bin dann nach Hause gegangen und dachte mir so, boah, ich hasse Kanada. Und dann habe ich geheult und dachte mir so, was mache ich eigentlich hier? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lilly, ich bin 15 Jahre alt und ich bin seit 4 Monaten in Kanada mit der Organisation Kulturwerke und ich werde hier noch 6 weitere Monate bleiben. Und ich erzähle euch heute ein bisschen über den Kulturschock und persönlich über meinen Kulturschock, meine Erfahrungen damit und wie ich damit umgegangen bin. Ich hatte meinen Kulturschock nach 3,5 Monaten, weil ich persönlich auch die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit, so den Dezember als sehr schwierige Zeit empfunden habe, weil das ja eigentlich so die Zeit ist, wo man sehr viel Zeit mit der Familie verbringt und ich persönlich hatte da auch so am meisten Heimweh in Anführungsstrichen. Also ich wollte nicht unbedingt nach Hause, aber wie gesagt, nochmal so dieser eine Tag, ich dachte so, boah, was mache ich eigentlich in Kanada? Ich war dann den Tag alleine zu Hause und wollte dann Plätzchen machen und musste da halt einkaufen gehen. Und ich hatte auch neue Winterschuhe, die noch nicht eingelaufen waren. Das heißt, es war so ein Trigger quasi, was einfach super unangenehm ist. Und dann war es auch der erste Tag, wo es wirklich kalt war. Und dann war ich in diesem riesen Einkaufsladen, die hatten einfach nicht das, was ich brauchte. Und normal würde man ja sagen, ja gut, dann haben sie das halt nicht und ich gucke irgendwo anders oder ich mach's halt ohne. Ja, in dem Moment war das dann aber halt so ein Auslöser und ich bin dann nach Hause gegangen und dachte mir so, boah, ich hasse Kanada. Und dann habe ich geheult und dachte mir so, was mache ich eigentlich hier? Und dann fallen einem auf einmal so die ganzen Dinge auf, die für einen selber vielleicht einfach keinen Sinn machen oder die einfach ein Unterschied sind und sind in dem Moment halt auch einfach negativ. Und man denkt sich so, oh nee, jetzt reicht's, ich will nach Hause. Und ich persönlich habe dann einfach Freunde angerufen und halt mit denen ein bisschen drüber geredet, denen das erzählt. Ich würde allerdings nicht zu lange mit denen reden, weil sonst kriegt man halt so dieses sehr starke Heimweh, weil man eben so das alles von zu Hause mitkriegt. Dabei passiert da meistens gar nicht so viel, man verpasst nicht so viel. Aber einfach darüber reden und vor allem auch versuchen, Verständnis für die Leute zu haben, weil die werden es wahrscheinlich nicht verstehen, weil sie nie in der Situation waren oder sein werden, dass sie so lange von zu Hause weg sind und dass sie eben einen Kulturschock haben. Aber einfach von denen, wenn zugehört wird, das kann sehr gut, sehr helfen. Ja, so bin ich damit umgegangen und dann ging es auch die nächsten Tage wieder und nach Weihnachten wird es wirklich besser. Also wenn ihr in der Weihnachtszeit so ein paar Probleme habt und euch so denkt, so, oh, das ist so schlimm, es wird besser danach und es wird nicht die ganze Zeit so weitergehen, auch wenn man das vielleicht in dem Moment denkt. Und es wird sich noch so viel verändern, weil ich finde, nach den 3 Monaten denkt man so, was bin ich irgendwie schon so lange hier? Und dann hat sich das alles so eingependelt und nichts ist mehr neu, nichts mehr aufregend. Und man denkt so, ja, das ist so die Zeit, wo es vielleicht ein bisschen down ist, aber nach Neujahr wird es wirklich so viel besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch so einen Kulturschock vielleicht ein bisschen näher bringen und euch ein bisschen darauf vorbereiten, was auf euch zukommt, wenn ihr auch ins Ausland geht. Natürlich ist alles immer ganz anders, wenn man es selber erlebt, aber ich hoffe, ich konnte euch motivieren, einen Schüleraustausch zu machen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne die angezeigte Nummer wählen oder euch bei Kulturwerke beraten lassen. Ihr könnt auch gerne einen Daumen hoch lassen oder abonnieren und andere Videos von anderen Austauschschülern, zum Beispiel Challenges oder Vlogs anschauen.